water works. Yeah, it does. So. Krass. Naja, kannst du eigentlich Staffel 2, Staffel 3 drin reden. Bunker Edition. Vollkommene Isolation. Okay, Ladies and Gentlemen, wir gehen rein zu Shai. Der hat nämlich zwei neue Videos rausgebracht und die möchte ich mir natürlich gemeinsam mit euch anschauen. Und zwar als allererstes vor 11 Tagen found unused nuclear bunker filled with equipment. Alter, let's go. Auch supporten, Leute, ist klar. Shai, seine Videos sind nicht monetarisiert, weil Illegal Freedom und so weiter. Das heißt, jeder, der den Content irgendwie feiert und da ein bisschen was zu beitragen will, supportet den Boy mit einem Dollar oder ab einem Dollar bei Patreon. Link ist bestimmt in seiner Videobeschreibung. Let's go. Junge, kurze Hose. Ich achte auf die Details, Leute. Ihr wisst es, es ist wichtig. Ich sehe schon, der hat hier oben auf jeden Fall ein Licht auf der GoPro drauf. Das heißt, er ist auch mit zwei GoPros unterwegs, ne? Wir warten mal, bis er redet. Was ist das hier? Okay. Sag jetzt nichts, Licht geht. Ey, Digga, mal ganz ehrlich, wie funktioniert das? Wie findet er die Location? Ich glaube, mittlerweile hat er halt einfach so einen Status erreicht, dass er die Locations geschickt bekommt, oder? Wie kann es denn sein, dass er jetzt schon wieder in irgendeinem krassen Bunker drin ist, wo einfach noch der Strom läuft? Anything has been barely touched. Er ist in kurzer Hose und T-Shirt unterwegs. Ich gehe davon aus, dass dieses Videomaterial locker ein halbes Jahr alt ist. Was ja eigentlich keine Rolle spielt, aber, ne? It's just left rotting. And the power is on, which is always a... Was mich tatsächlich gerade interessieren würde, vielleicht weiß das jemand von euch, was ist das hier im Hintergrund mit diesen Stangen? Und hier unten auf dem Boden sind auch noch mal irgendwie so Stangen lang. Was ist das? Surprise, but the local one. Alright, I'm going to do this, I guess, counterclockwise, starting from one of the exits all the way around. Yep. So, like I mentioned, this is one of the exits. It leads to a little stairway down to this little shack above ground. This is the, I guess, the electricity box or whatever. Also, die sieht nicht mehr so aus, als würde sie noch funktionieren. Okay, wir haben hier auf jeden Fall, was ist das eigentlich? Ist das kyrillische Schrift? Nennt man das so? Kyrillisch? Und das ist doch dann Russisch, ne? Oder ist in der Ukraine zum Beispiel auch diese Schrift? Ich weiß, dumme Frage so, wahrscheinlich ist es logisch, aber ich weiß es gerade nicht. Okay, this is also. Oder haben, ich weiß es gerade echt nicht, ne? Ukraine auch? Ich meine, ich war schon in der Ukraine, aber ich weiß es nicht mehr. Hm. Power room, and this is probably the thing I really... Serbisch, Russisch, Ukrainisch. Really shouldn't touch. Mhm. Nuclear guidebooks, I guess. Ah, okay, was haben wir hier? Nuclear guidebooks, okay. Kann man... Ah, mich interessiert immer zu gucken, okay, wo könnte das sein, welches Land ist das, ne? The spread of, radiation post-nuking. This is what they probably... Alter, auch krass, ne? Wenn du so eine Dinger findest, ist schon beeindruckend. Been doing at the Chernobyl disaster when it happened. Stimmt. 86, but I think that's just the final date. This bunker should be at least a decade older than that date. Papers from 88. I guess that was the final inspection. Okay. Diese Tanks? Ah, ja, ja, ja. Sorry, nicht diese Tanks, sondern diese Motor. Ja. Diesel Generator. Mhm. Das ist der Backup Generator. Auch krass. Habe ich auch schon mal gesehen, aber ich kann mich auch nicht mehr alles im Detail dran erinnern, weil ich so viel Zeug gesehen habe. Und auch durch Geocaching und was nicht alles unterwegs war. Aber hatte ich auch mal. Power of the place. Ist aber eher selten. Bei uns in Deutschland zumindest. Eigentlich. Auch geil. 700 liters. I think this is the diesel storage. Mm-hmm. I'm not sure if it is. Can't really tell if it's full or empty, but yeah, 700 liters of diesel apparently in there. Vorschlaghammer. Quality hammers. Nice. Is this a radio? Hertz. Doesn't seem to be working. All right, this is the gas mask storage. Ah, die sind auch gut angeschimmelt, ne? Moldy. Better keep safe. Yeah,
so they're all just packed in this. Okay, here we go. Yeah. These ones, not the full head covering ones, but I think this bag includes the gas mask and there is the filter. GP4. Ooh. I think these contain asbestos. This place is just filled with those baggies and those gas masks. We got the classic, the GP5 ones. These are the overhead gas masks. Kenne ich auch. Like kid. Ach krass. Eye covers or something. Ach krass. Something. Die habe ich so, ich habe die immer mal auf Bildern gesehen, aber noch nie live. Lifting belt or some shit. Papers. Mhm. Information. Some stretchers. Was ist das? Das sind Tragen, oder? Das sieht aus wie Tragen. Ich dachte erst Hosen, aber ist ja Quatsch. Das sind so Notfalltragen. I think that's what they're called. Okay, this probably is the water reserve. So I think the water is still in there. I'm going to check. So all of these things. Hier haben wir wieder dieses, was ist das? Sind das quasi so Plätze, wo die Leute sich anziehen konnten, dass jeder hier so einen eigenen Bereich hat, wo irgendwie seine Kleidung und sein Zeug hing? Wisst ihr, was ich meine? Guck mal, hier sind noch so Bretter drauf. Dass das wie so eine Art Kleiderschrank, Regal oder sowas war? Are bunk beds. People would sleep here. Zum Schlafen? I think it is two story. One on that side, one on that side, one above on that side, one above on that side. Ach, das sind Bunkerbetten gewesen komplett. One of these frames were used for four people. Ach krass, okay, da habe ich Scheiße gelabert. Bunkerbetten, okay, ähnlich wie bei Martin vielleicht. Sehr schmal, auf jeden Fall. Filter all the nastiness, the chemicals and the apparently dust particles and radiation and whatnot. It does not seem to be working. Medpunkt. Okay, so this was the medicine or the nurse's office or whatever. So it enema here. I do hear signal, like I do hear faint humming from the speaker here. So it does work. What the fuck? Headwear. I don't know what for. These are basically the type of bunkers. Most of them are just like basements, like this, but... Das finde ich immer super spannend, auch mit so Grafiken oder gemalten Sachen, wo man dann so ein bisschen sieht, wie das aufgebaut ist und so weiter. Geil. They're encouraging farmers to like dig under their sheds or whatever and make these type of little bunkers. I guess this is crunchy. I guess this is another medicine room. We got some medicine here. No clue, but it's full. All right, let's see if the water works. Yeah, it does. So, krass. The reserve does have water. Toilet sanitation thing. Na, ja, kannst du eigentlich Staffel 3 drin reden. Bunker Edition. Vollkommene Isolation. Like everything here, oh my gosh. Everything here has the Soviet sticker on it. Made in the Union. We seem to have a bit of flooding here. Boah, sieht auch gruselig aus, ne? Wenn so die Fliesen da alle abfallen. Yeah, that's the toilet. And that's the female toilet. Well, Alter. Sind das Glasbausteine dazwischen? Nee, ne? Oder? Hä, warte mal. Das sieht aus wie... Man könnte denken, das sind Kacheln. Aber wenn du hier vorne guckst, auf die Seite, sieht das aus, als wären das Glasbausteine. Ja, ja. Damit du auch mal beim Nachbarmann oder Nachbarfrau bisschen looky-looky machen kannst. All they're identical, just mirrored. That is pretty much it for this bunker. It's not a big one, but a very, very well-preserved one. It basically hasn't been touched since the 80s. I got another one. There's... Ich frage mich, wo die ganzen Betten hin sind. Another one not far. It's not in the best condition, but it does have a lot of interesting stuff. Looks open. Was muss man eigentlich machen, wenn man da jetzt reinkommt? Richtig, einmal ganz laut: Hallo? Ist hier jemand? Ist wichtig. This one seems a lot different. Just staring at a void right now. It's a long hallway. Warum ist das wichtig? Geil.
Das war nicht ernst gemeint, das war ein Witz, weil Paul das immer macht. PJ Adventure macht das doch immer in seinen Videos. Hallo? Ist hier jemand? Kennen nur echte Fans, ja. Ich weiß, ich bin so ein Typ, ich bringe halt ständig irgendwelche Insider und wahrscheinlich 80% der Zuschauer denken so, ich versteh's schon wieder nicht. Ich raff's nicht. Die viele Sachen könnt ihr nur raffen, wenn ihr wirklich bei allem dabei seid. Tut mir leid. I don't see the end. I don't see any light bulbs as well. And this one smells way worse than the previous one, so I assume it is water damaged. Also, this is above a working factor currently. It's still evening, so you might hear some noises. Yeah. Engine's blue this time. And partially dismantled. Well, definitely not in the condition that the previous bunker was in. Ach so, er ist jetzt in dem anderen Bunker drin, ne? Okay, ich war mir nicht sicher, ob das jetzt direkt dran verbunden ist, aber es wirkt so, als wäre nochmal... All the light bulbs. Ja. Are missing. Ich würde es halt schon geil finden, tatsächlich so für die Story oder vom Video, wenn du schon so ein bisschen diese Außenwelt auch mit dabei hättest. Wisst ihr, was ich meine? Also keine Ahnung, stell dir vor, du das Video startet, wie er irgendwo in der U-Bahn sitzt und auf dem Boden filmt, irgendwo so rausgeht, durch die Stadt, bam, bam. Klar, du willst ja auch nicht zeigen, in welche Stadt ist der, aber so vom Feeling, wenn das Video das... Der erste Bunker jetzt quasi direkt bei der Leiter erstmal nur startet und der zweite Bunker, der Transfer von Bunker 1 und Bunker 2 ist gar nicht dokumentiert, finde ich, fehlt so ein bisschen was. Oder keine Ahnung, vielleicht ist er auch mitten im Wald, dann hast du noch so ein paar Aufnahmen. Ich finde, so für die Einordnung macht das schon krass was aus. So ein kleinen paar Szenen am Anfang, ob du denkst, okay, krass, der ist mitten in der Stadt oder boah, das Ding ist mitten im Wald, so fürs Feeling irgendwie. Somebody took the effort into not even cut the power, but literally cut off the bulbs. Secret toilet stash. These are baby gas masks for little babies. They're so cute. Yeah, I've seen them before. Never like fully connected. I guess. Baby gas masks? Ja, für Kinder, oder? Und nicht für Babys. Neighborhood has a lot of kids. GP5s. Classic. Classic. Yep, just. Piles of these masks. Die Kisten sind ganz geil. Boxes, boxes, boxes. Ey, die Kisten erinnern mich so ein bisschen an DayZ, ne? Okay, further into the abyss we venture, and I see something shining back. Oh, ich hab so Muskelkater. Coca-Cola. Oh, was ist das? Tastiest of all the bunker juices. And this is where the cola comes from. Yep, I stepped in it. We got the sign room. The humming's increasing as I come closer. Yeah, that's the stairway to the factory on the left there, I assume. Ooh, more of these baby masks. Ich fand diesen Bunker krass neulich in dem Video, wo er mit diesem Fahrstuhl gefahren ist, ey. That is a long ass hose. I don't know what that guy was breathing, but it was far away. Also könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, aber hier hat sich ein fetischer Akt abgespielt. Oder? Das sieht für mich aus wie ein Pisseschlauch. Der eine jaucht hier oben rein und der andere hat die Gasmaske auf. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Aber hier gab's ganz klar einen fetischen Akt. Okay, wow, ja. This is definitely the stuff room. A lot of stuff here. Oh, was haben wir hier? Was ist das? Verbandszeug? Wound treatment liquid. Ja. Oh, the I think GP7 masks. The bit rarer ones. This is basically the black rubber masks with ear holes. Oh, there we go. I didn't find these in the previous. Hier. Das ist doch ein wie heißt das Ding? A1 oder sowas? Von Tarkov? Der Käse. Wie heißt das Ding eigentlich? A1? Nee. Bunker. And these are nice red color. Nice, they seem. Boah, geiles Zeug. Ich sag's euch ganz ehrlich, ich glaube, da hätte ich weiß, macht man nicht, aber eine Box davon hätte ich mir eingepackt. Schablettenkäse, ja. AI2 Medikit, ne? Ja, ja. Oder auch Cheese genannt. Ja, genau. 100 HP hat das Ding. Einfach nur, weil es halt so ein Tarkov-Item ist. Voll. Like you got the drug thing, you got all the. This would hold the geil. Rod that would detect radiation. So it's skin goggles. Junge. Nice. These are rare. Stylish. Ey, das ist aber auch ein geiles Ding, oder? Das Ding erinnert mich sofort. An was erinnert mich das, Chat? Die Leute, die am Start sind, wissen's. Richtig. An mich. All those boxes, they say GP5. They're all the rubber gray masks. So many just left there. I mean. Ich sag euch ganz ehrlich, so eine Location mit diesem ganzen Inhalt, den Kisten und keine Ahnung was, findest du bei uns nicht. Keine Chance. Oder? Ich frage mich sowieso, warum es das im Ausland
gibt so, weil sich keiner drum schert oder sowas, aber also bei uns glaube ich nicht, das wäre sofort leer, das würden die Leute rausholen, die Kisten würden die verkaufen, ja, hier Upcycling, bababam, eBay Kleinanzeigen, whatever. So many here. Just rot. Selbst die Gasmasken würden die alle rausholen und euch in Flohmärkten verkaufen. It's cool in a way. Ja, vielleicht gehen die Leute wirklich nicht so drauf ab wie bei uns, ne, aber so there is a bunch of stuff on these shelves, but I'm just very tired of breathing it all in. Okay, there's just more junk in here. This is okay. Ja. So verbindest du das Bein oder den Arm, wenn einfach nichts mehr dran ist. Okay. Bandaging info. How to stop bleeding. More gas masks. These are all gas mask pouches. What to expect when danger starts coming. They start broadcasting announcements and then you have to take everything, like turn off the gas, turn off the power, take your like food supply, take your passport, like the Krass. Workers in the factories turn everything off, they leave everything off, I guess. The kids follow everybody to the congregation spots, people mask up like they're in Fallout. And then this is what happens when you leave post the apocalypse. You follow the signs through the rubble and yeah, watch the bulldozers, bulldoze what's left. All right, so that's another exit. So I'm at the end of this thing. And I assume this was like a classroom or a authority room or something. The post-apocalyptic knowledge shelf filled with medicine. Och, die Medizinschränke hier, ne? Die sind halt ja, schon geil irgendwie. It smells like medicine too. Chemical attack depiction, spread radius. Das wäre alles leer bei uns. The chemical, a lot of paranoia. You know, it's always a vibe getting into these bunkers because just the atmosphere in here is so, you know, lonely and scary. Paranoid inducing, like post-apocalyptic, but I like it. It really makes me feel like I've escaped some kind of a parallel universe where everything went to shit when I came out of these. Oh, da ist auch schon vorbei. Ja, schönes Video dann nach oben. Schaut auf jeden Fall gern bei Shai vorbei. Ich bin gespannt, ob er demnächst mal wieder eine neue Serie Trainsurfing oder sowas rausbringt oder so ein geiles, großes EP-Adventure wie damals die Chernobyl-Reihe. Das waren so die Highlights, die mir am meisten gefallen haben. Die letzten Trainsurfing-Sachen, irgendwie haben die mich nicht so richtig gecatcht. So. Ich weiß nicht, ob das einfach zu schön, zu warm war oder so, aber so diese ersten Trainsurf-Sachen fand ich super geil und die Chernobyl-Serie. Das sind so die beiden großen Dinge, an die ich mich erinnern kann. Klar, die ist durch Europe, war auch noch geil mit dem Train. Ja, mal schauen. Aber jeder, wie er Bock hat. Man kann nicht immer nur das ultrakranke Zeug erwarten. Also, schaut gerne bei ihm vorbei und auch hier gerne bei Patreon und so weiter unterstützen, wenn ihr Bock habt.